Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Breath of the Wild. Ich habe eine Schokolade gegessen. Ah, so, jetzt ist es auch komplett runtergeschluckt. Ja, das letzte Mal haben wir uns die blaue Flamme geholt und haben hier einfach mal so alles angezündet ungefähr. Ich gucke auf dem Rückweg nochmal, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Und ja, jetzt können wir uns ja die Erinnerung des Shika-Steins, der Shika-Plate oder Slate, eher gesagt, zurückholen. Oder was heißt Erinnerung, aber halt, dass es wieder vollständig ist und so, ne? Müsste ja nicht passen. Hey, you! Linky, thank you so much for playing my game. Now then, take a look over there. The guidance stone must be starting to react. There's nothing mysterious about it. This is pure science. My sweet little guidance stone. You sure know how to make this old research heart flutter. Well then, let's go ahead and restore those Shika Slate runes for you. Give me a nice snap. Go on, no time to be shy about it. Snap! Nice one! Okay then, Shika Slate repair underway. Guidance stone lock removed. Now, let's do this thing. Oh god. Shika Slate authenticated. Camera, Hyrule Compendium and our missing files confirmed. Starting repair, Hyrule Compendium. Camera! Instantly render a visible image into a picture. Pictures created are saved in the album. It has a useful feature that connects to the Hyrule Compendium. And many of the pictures of new entries. Okay. Okay. Oha, was ist das denn? Oh mein Gott, Repair. Oh Gott, ich kann Sachen sammeln, ich kann Tiere sammeln, ich kann Gegner sammeln, ich kann alles sammeln und da mein Logbuch füllen. Oh Gott, das wird ein Fest. Ein sehr geiles Fest. And it's done. So, it's all fixed up now. Let's see here. Which one is it? Camera, Hyrule Compendium, Album? Yep, looks good. So I know this is sudden, but hear me out. Take a picture of me with the camera. Oh, and don't forget to let me see it. Ich muss alles fotografieren, vor allen Dingen. Oh, da kommen Erinnerungen hoch an viele Spiele, in denen man Sachen fotografieren muss. Moment. Ich habe da so eine... Oh nein. Ich kann Selfies machen. Oh nein. Okay, ich kann Selfies machen. Okay. Hey. Coole Posen. Hi. Oh Gott, bitte töte mich. So. Den grinst du? Ah, nee. Das war nur das Ding. So, Capture. Save. Ob das cool war. Snap! How's the picture taking going? Did you get a cute pic of me with the camera? I took one. Oh, I can't wait to see it. Let me see. Let me see, which one is it? You know, that's not a very good effort now, is it? When you take a picture, you must be sure to center the subject, got it? Okay then, well, you just have to start over. Halt doch die Fresse, Mann. Ja, gesagt von ihr, mit mir oder nicht? Kann ich irgendwie zoomen? Ach so, so kann ich zoomen. My, who is this beautiful young creature? Pummelpunkt. Okay, I guess that's my cue. Sorry, I kind of lost it there. It wasn't on purpose. Ah, it's not just a pretty girl in these images. Yes, there are also some old landscape photos stored in the album. I knew Princess Zelda had made frequent use of the camera feature, but this... Hey, Linky! It dawns on me that you were Princess Zelda's appointed knight, which means there's a strong possibility that you accompanied her to all of the places where these pictures were taken.
Oh right, the lost memory thing could prove troublesome. But don't lose hope. It just means these pictures could be the missing piece to help restore your lost memories. If my hunch is correct, I suggest you check in with Impa. She knows more about Princess Zelda than even I do. Po-po-pung. Oh yay! Oh yay! There's just one more thing I need from you. You don't have to worry about this until after you see Impa. But I want you to bring me back some ancient materials. Bring them either to me or to Robbie at the Akala Ancient Tech Lab. As if my joy weren't enough, if you bring us ancient materials, we'll give you something good as a reward. Alright, let's do this. Okay. You proved the camera works again by capturing an image of Pura. According to Pura, the album already has picked up another. Where could these have come from? Impa Skin Carry may have the answer. Okay, einfach nur Impa aufsuchen. Gut! Kein Problem. Und das ist ein Sidequest. Robbies Research. Ich gucke gar nicht, ob so viele Sidequests ich habe. Ganz schön viele mittlerweile. Da sind noch die Dinger da. Da habe ich heute angefangen, ne? Mit den Sidequests sind so viele geworden. Hilfe. Ich kann sie auf der Karte markieren. Moment mal. Werden aber nicht alle auf der Karte markiert, wo die Dinger sind, oder? Wäre ein bisschen lame eigentlich. Ups. Kakariko, bitte. Nee, okay, ist einfach nur slated for upgrades. Was? Slated for upgrades. Pure has offered to help you to insect with some ancient components. Who's Robbie? You have to ask Pure for the answers. Okay. Da, also, ja, okay, dann kann ich es auch mal eben schnell fragen. Ne? Also, okay. Snap, something on your mind? Who is Robbie? Robbie Williams. Robbie's my subordinate there, I said it. I think he's still up on the edge of a Akala Research. Guardians haven't seen him in 100 years, so who knows? Anything else? Something good? Aha, I'm glad you asked. If you bring me some ancient materials, I'll power up your runes. You'll need 3 ancient screws to power up your Chica sensor. Ich hab doch ancient screws, oder? You need 3 ancient shafts to power up your remote bombs. You'll need 3 ancient cores to power up stasis. If we are on the same page, stop staring at me. Hurry up and bring me some ancient materials. Ich hab welche. Snap. But we're saying you already have some ancient materials. Then why don't you go power up your Chica slate? Ancient materials. Now then, in exchange for those ancient materials, I'll power up a rune on your Chica slate. I'm game. I'm in game. I admire your extremism, but more importantly, do you have any of the ancient materials I need? Too bad. I was gonna power up your runes for you. You'll need 3 ancient screws to power up your Chica sensor. You'll need 3 bla bla bla. Hä? Hab ich nicht genug? Moment! Ich dachte, ich hätte eigentlich... Ich dachte, ich hätte über das Spiel verdammt mittlerweile schon 3 von den Dingern bekommen. Okay, ich habe 2. Ah ne, Spring. Warte mal, hä? Ah, ich habe 2. Okay. Schade. Okay, kein Problem. So, dann schauen. Oh mein Gott, nein. Okay, die blauen Flammen sind nicht ausgegangen. Glück gehabt. Dann schaue ich jetzt mal, ob ich noch auf meinem Wege blaue Flammen finde. Kann ich eigentlich schon mal hier, ne? Link, bitte. Willst du mich verarschen? Er geht nicht. Ich kann das Ding nicht anzünden. Erstmal ganz entspannt hier runterrutschen, ja. Guck, jo, was ist? Scheint eh nichts zu sein. Nope. Gut, dann habe ich halt alle blauen Dinge angezündet, ne? Sieht auch schick aus. Schade. Naja, okay. Ja, diese Schaf-Side-Quest hier, die kann ich auch anders machen, denke ich. Korrektiv, Single Swing, bla. Oh, Medi Weapon, ja, brauche ich nicht. Here we go. Okay, ist wieder Luigi oder was? Oh, good day, Stranger, with your hands up. Achso, der. Nein! Oh. Okay. Oh, well, Sharks. Ist der Typ wieder. Habe ich wieder vergessen. Ja, okay. Die kann ich leider auch gerade nicht helfen.
Die sieht komisch aus. In Zelda sehen immer alle komisch aus. Oder die meisten zumindest. Schwebt das Ding? Das ist halt auch, wenn das Ding schweben würde. Okay, komm, dann gehen wir mal wieder weiter ins Dorf. Vielleicht haben wir ja doch noch ein paar Flammen, die ich nicht gesehen habe oder so. Aber es bringt mir auch nichts, weil ich die Flamme jetzt eh nicht mehr anzünden kann. Glaube ich. Dreh dich um, Link. Ne, irgendwie geht's nicht mehr. Das ist schade. Also würde ich gleich mal ganz schnell meine Sidequests überprüfen. Vielleicht kann ich irgendwas schon mal machen. Ne, ich glaube, ich habe alle Dinge angezündet. Ich glaube, da kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Schwupp. Dankeschön. Heppa. Bäh. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Dann gucke ich mal. Adventure Log natürlich. Hauptquest. Dazu muss ich wieder zu Impa. Freeze the Divine. Ja, das sind sehr hochgesteckte Hauptquests. Die dauern natürlich alle. Spring of Wisdom. Metal. Resident Evil told you Spring of Wisdom somewhere on the Mount Anaya, which towers to the north of the village. The story goes that long ago, a princess used that spring for purification. Moreover, there are no rumors of a fantastic treasure hidden in the spring. Okay, das ist erstmal egal. Flow in the Coop. Das würde ich halt gerne machen, aber mir fehlen noch welche. Okay, das ist halt fürs Upgrade. Da fehlen mir leider noch ein bisschen. A Shepherd in... Achso, das sind... Monster, genau, die Sheep. Hateno Beach. They won't breathe easy until every last monster there is defeated. Wo ist denn das, wenn ich mal fragen darf? Kann ich auf der Map sehen? Hateno Beach. Irgendwo hier. Hateno Beach, ja. Okay. Das, ja, okay, dann müsste ich jetzt in die komplett andere Richtung gehen. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich weiß auch nicht, ob ich stark genug dafür bin. Irgendwie muss ich doch auch mal Sidequests machen, oder? Komm, ich mach das jetzt. Ich reiß da jetzt hin. Oder zumindest mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Climbing-Tipp. Bla, 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 bla. Ladders. Den Trick kenne ich ebenfalls. Bockblinz, more meat and fish, but also fresh fruit. Na, wenn du meinst. Endlich. So. Dann schauen wir mal. Ich muss ja hier hinten runter, ne? So war das, ja. Gucken, ob ich mich anschleichen kann. Ja, geil. Hi, the lizard. A lizard found throughout Hyrule. It's a bit slow to react at times. But if given a chance to escape, it will dart off quickly. Cook it with Monster Pass for a speed boosting elixir. Einfach so ein lebendiges Viech gefangen. Nice. Hashtag not vegan. Wo ist denn jetzt der richtige Weg? Hier hinter, ne? Ja. Irgendwo da unten. Ich kann ihn nicht sehen. YOLO! Schwu! Oh mein Gott, schwu, wollte ich sagen. Ich kann auch ein bisschen abkürzen hier, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Auf zum Beach. Es ist ein bisschen stürmisch und ekelhaft gerade. Wenn ihr mich fragt. Boah, ich lande jetzt genau auf dem Ding. Wie wär's damit? Oh mein Gott. Aua. Okay, es ist echt nett, was hier mit dem Fallschaden ist. Oh, da hinten ist ein Tempel. Im Wasser. Der Beach sieht ein bisschen aus wie der aus, aus Mask. So, und hier sollen jetzt irgendwo Beasts sein, habe ich gehört. Bin doch hier am Beach, ne? Ja, so in etwa zumindest. Ach, da hinten sind ja auch welche, ne? Vielleicht meinen sie... Boah, sieht voll schick aus. Was ist das denn da? So, hä? Komisch aus, das Ding gerade. Okay, dann würde ich mal sagen. Oh mein Gott, you drop the soldier's shield. Ich muss ausprobieren. Jetzt ist meine Fee auch schon wieder weg. Sehr schön. Naja.
Okay, dann packe ich jetzt mal wieder mein richtiges Schwert aus, würde ich sagen. Schwert ist geil. Ich würde gerne ein unsterbliches Schild haben. Schwert haben. Es gibt bestimmt irgendwann das Master-Schwert und das ist dann unzerbrechlich und so. Also wahrscheinlich auch ein sehr, sehr langer Weg sein. Gut, dann wagen wir es mal, würde ich sagen. Habe ich jetzt gespeichert? Ich weiß nicht. Ich tue es lieber gerade nochmal. Shaving. Rasieren. Nein, nicht nochmal. Okay, dann schauen wir mal, ne? Oh mein Gott. Buff. Buff, buff. Badly damaged. Ja, geil. Ich bin tot. RIP. Okay, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß jetzt. Aber... kriege ich irgendwie hin. It's dangerous to approach enemies head on when you're alone. Has or don't have protective armor equipped. Halt doch die Fresse. Ah! Ich dachte, ich wäre cool. Bam, bam. Alter! Ihr Pisser. Ich pack gleich Pfeil und Bogen aus. Warum sind die denn so stark, Mann? Warum bin ich so schwach, ey? Hat müffelt doch. Weil ich die kleinen Pisser auch echt gut besiegen kann, so. Oh! Mann, jetzt... Ey! Die haben eine viel zu krasse Reichweite. Himmel, Herrgott. Das geht mir hier so ein bisschen, ne? Gegen den Strich. Dass sie einfach aus 3 Kilometer Entfernung mit dem scheiß Speer treffen. Apropos, hab ich einen Speer? Nö, ne? Throwing Spear kann ich aber benutzen. Wie wär's damit? Was mache ich da? Oh. Wow. Ich bin erstaunt. Von der Fähigkeit dieses Speers. Hilfe. Alter, was ist das denn? Ich habe ein paar Äpfel, ja, das ist schön und gut. So ein dicker Typ sehe ich gerade. Oh Gott, ey. Okay, ich glaube, ich kann das erstmal vergessen. Typen sind einfach viel zu stark. Hilfe. Ich wollte nur mal ein paar Gegner töten für einen Sidequest, Mann. Und dann haut mir das Spiel schon wieder nicht. Ich raste aus. Egal. Egal. So, den Tempel hinten kann ich auch knicken, ne? Den kann ich komplett knicken. Muss ich wahrscheinlich von da oben irgendwie hinfliegen oder so eine Scheiße. Okay, dann. Ja, würde ich sagen, ich verpiss mich mal wieder, wa? Ja, ne, geil, der Tempel wird mir nicht mal angezeigt als hier, ne? Radar und so. Hm. Dann, ja. Geh ich mal zurück nach Kakariko, wa? Wem Option habe ich hier nicht? Schwuppidiwuppidiwupp. Zum Glück habe ich den Tempel da oben aktiviert. Jetzt wird hier wieder zurücklaufen. These large carnivores require sizable helpings of meat and fish to sustain their bulky frames. Ist ja interessant. Interessiert mich aber nicht. Ich glaube, der Screen ist gerade hängen geblieben. Nein, er geht weiter. Talonik. Also wieder einen Namen, die einfach keine Sau kennt. Also zumindest. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Die man einfach dem Spiel noch nie gehört hat. So, Kakariko Village. Genau, da wollte ich hin. Ich hab da gerade auch irgendwas. Warte mal. Ich hab doch gerade irgendwas Oranges gesehen, ne? Oder war das blau?
Hoppala. Aha, da unten ist ein Tempel. Da sind sogar zwei Tempel. Der Bauch. Ah! Ah! Hilfe! Da will ich nicht hin. Aber wenn ich jetzt einmal mal zack mache und zack mache und mir das mal auf der Map angucke. Es ist im nächsten Gebiet. Okay, und zwar sehr weit entfernt. Ich bin hier runtergefallen, ey. Kacke, jetzt komme ich ja fast gar nicht mehr hoch, glaube ich. Sagen wir mal, ach komm, ich spreche aber runter, geht schneller. Hui! Tschüss. Ich finde die Physik-Engine super. Ich hoffe, es gibt am Ende keine Zusammenfassung, wie oft man eigentlich in diesem Spiel gestorben ist. Weil es wäre dann ein bisschen viel, könnte man jetzt sagen. Aber gut. So, mal gucken, wo ich jetzt spawne. Ja, egal. Geht immer auch schneller, als da irgendwie wieder hochzuklettern. Okay, Kakariko, wo bist du, mein Freund? Da bist du. Kann ich auch meinen letzten Todespunkt reisen? Das wäre eigentlich echt nett. Da kann man es halt direkt wieder versuchen, wenn man scheiße spawnt. Da muss ich mal gucken. Das muss ich gleich mal überprüfen. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ist ein schöner Name, finde ich. Ja, ja, ja. Aber jetzt baue mich doch mal in die Tour, Arschloch. Danke. Ganz kurz überprüfen. RIP. Nein, da kann ich nicht hin. Wäre ja auch zu schön, ne? So, Impa, da in der Bude warst du, ne? Dann erklär mir doch mal was. Wenn ich an Imper denke, denke ich an diese junge Imper aus entweder Scarlet Sword oder aus Ocarina of Time. Nicht an die alte Oma hier. Ah, I heard Pyrrha was giving you the runaround, but you seem just fine. Lock mementos complete. Hey, cool. Now then, let me see. Hier mal, ich habe jetzt die Kamera. Aha, this is without a doubt the camera that Princess Zelda used 100 years ago. Vor 100 Jahren eine Kamera, auch geil, ne? Obwohl, mittlerweile gibt's Kameras über 100 Jahre. Wann kamen die ersten Kameras? Keine Ahnung. It could be that if you visit the locations within those pictures, you will be able to restore some of your lost memories. Come back here once you have tried going to at least one of those locations. There's something I wish to give to you. Ja, dann gib mir das doch, du Arschloch. You may not remember your last meeting with Ganon, but it did not end well for you. If you want a different outcome this time around, you'll need to be properly equipped. My memory is 7 years ago. For the one beast are the instant chica weapons related by the fall of Ganon defeated. Okay, es ist gleich, was es immer gelabert hat. Ah, ich kann B drücken, ist der Text einfach instant da. Das ist schön. What? Achso. Guide you the way you must go, blah. Blah, 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 blah. I can do is took place, blah, my memories. Prince Zelda memories are your memories as well. Visit the blah, come back and see me. After all, there's still something I wish to give you. I can do is tell you the... Hä? Okay, erst dann, wenn ich eine Erinnerung wieder habe, wahrscheinlich. Princess Zelda is fighting Calamity Ganon all alone. You are the only one who can save her. The only one who can save Hyrule. Now go, you must. Okay. Examine. The Chica Heirloom has been guarded by our tribe for generations. I must request that you not touch it. Even for an esteemed guest such as yourself, there are certain rules that must be respected. Aha. Bin ich eigentlich immer nach oben gegangen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon. Naja, doch, ne? It looks like Pyre's Daily. Daily. Grandmother says that they come to. Ja, doch, das hatte ich schon. After sleeping for ages, Master Link has finally awoken. It seems his memory is completely gone.
But that hardly matters to Grandmother. I believe this is the first time I've ever seen her quite so happy. Master Lincoln looks so gallant. He's the very picture of a hero I always imagined. His blonde sideburns flow like a golden waterfall with significant pointy ears. And the way his hair is so perfectly parted to the side. Wow. I don't know why, but my heart won't stop beating a mile a minute. Okay. Die steht auf mich. Wer war das Paar, ja? Welche waren das nochmal? Ja, mal gucken, ob ich das gleich über sie sagen kann. Hui! Oh, cool. Hi, bist du Paya? Lol! Ist echt Paya. Oh, it's your Master Link. Naja, geht so. Deine. Du bist halt einfach mal einen Kopf größer als ich. Please don't sneak on. Something in the matter. Do you need something for me? What you doing? As political guardians, I like signposts that guide us through our lives. Master Link, I want you to know that the path you are walking down is one we should all follow. I'm afraid doing stuff like this is the only thing I can do to help you. The only thing. Es ist nicht einfach. Erstmal ein Apfel geklaut. Okay, was machen wir denn jetzt Schönes? Ich muss jetzt also ein Bild wiederfinden. Das habe ich richtig verstanden, ne? Captured Memories. Princess Zelda left behind an album with 12 pictures in it. Traveling to the places shown in these pictures may help you to regain your memories on the Gott, wie soll das denn jetzt funktionieren hier? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Gott, die Orte wiederfinden, das ist doch. Das wird doch eine Qual. Cannot delete data. Ah, guck mal, da ist das Viech da oben. Ach du Scheiße, soll ich jetzt echt so ein. Das jetzt eigenständig finden? Oha. Das ist nicht einfach. Schauen wir mal, ne? Ich kann mal was Schönes kochen hier, wenn ich schon mal hier bin. Cool, to increase its effect. Oh, cool. Kann ich mal ein paar Äpfel braten. Fünf Herzen! Ja, nice. Wollen wir gleich noch mehr. Piu. Ich habe halt schöne Rezepte gefunden, aber das ist halt scheiße, dass ich nicht weiß, dass ich die halt irgendwie nicht mitnehmen kann oder so, ne? Das ist halt auch nicht so cool. Und gleich nochmal. Das reicht dann aber auch. Erstmal. Das ist so geil. Simmet Food. So. Sehr, sehr schön, finde ich das. Ja. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit der Quest weitermachen soll. Ich kann doch jetzt nicht alleine diese Locations da finden. Ich kann mir bestimmt irgendwelche Tipps holen oder so eine Scheiße. Ja, ich gucke nochmal gerade mal meinen Questlog durch, ob ich vielleicht noch irgendwie eine schicke Sidequest habe. Ich habe die ja vorhin nicht alle angegangen, weil ich hier aufgehört habe dann. Ach so, der Fire Rod, ja, das weiß ich ja nicht. All you have to do is ask Prima what she loves most. Konnte ich ja nicht. Vielleicht, wenn sie nicht im, in dem Inn da ist. Pura told you that any instant materials you can find over the Rob. You can find him presiding over the Akala Ancient Tech Lab. Wo ist denn das? Wird nicht auf der Karte angezeigt. Nice. Das hier ist natürlich doof. Okay, ich könnte mal versuchen. Was war denn jetzt die andere? Achso, die Pura, ne? Die war ja an einem anderen Ort. Dann reise ich da mal ganz schnell hin. Ja, das ist ja hier, ne? Hier ist das Inn, genau. Ups. Dann guck ich mal. Es ist ja auch gerade Nacht. Vielleicht ist sie dann ja nicht im Laden und ich finde sie irgendwo anders. Ich kann es aber fragen. Also eine typische Zelda-Side-Quest. So, bei Nacht sind die dann woanders und man kann dann Quests bei denen machen. Das gibt es öfter. Ah. Einen Schluck getrunken. Special bows. A few bows fire multiple arrows at once.
ist ja interessant. Ja, übrigens auch, ne? Jetzt sind nicht die ersten beiden Folgen veröffentlicht. Der eine oder andere Zuschauer hat schon gesagt, dass er sich anguckt. Finde ich gut. Ich hoffe, oder ihr könnt mir auch gerne Tipps geben, so, ne? Also, wie ich vielleicht Sachen herstelle und wo ich was finde und so. Das ist absolut okay, solange ihr nicht spoilert, ne? Also nicht unbedingt jetzt die Hauptquests sagen, wo ich was finde, aber so keine Ahnung. Wenn ihr zum Beispiel sagt, wie man sich besonders coole Sachen kochen kann, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Ich würde es gerne wissen. Das ist absolut okay. Das wollte ich gar nicht. So, dann gehe ich einfach nochmal ins Inn. Die ganzen blauen Flammen sind hier, die ich angezündet habe. Ha, habe ich das nicht schön gemacht. Oh, hier ist noch eine. Oh, da hinten auch. Okay, es sind doch noch welche im Dorf. Dann mache ich das nächstes Mal. So, mal gucken. Ah, die ist aber noch hier. Good evening, welcome to... Bla. Aha. Ich will mit der privat reden, Mann. Ganz privat und dreckig. Stimmt's? Kann ich mir ihre Fresse jetzt angucken. Wow! Interessant. Ich kann auch mal anfangen, Leute zu fotografieren, ne? Warte mal, wie kann ich denn überhaupt hier die... Album... Ah, Hyrule Compendium. Creatures. Oh Gott. Monsters. Materials. Kann ich jetzt Fotos machen? Equipment. Treasure. Holy shit. Das ist viel. Könnte man jetzt zu Recht behaupten. Hm. Was machen wir denn jetzt mit dir? Ich würde ja echt gerne mal fragen, so, ne? Auf was die denn so steht. If you know what I mean. Wir müssen vielleicht eine penisförmige Blume suchen. Naja, okay, egal. Ja, komm, dann beende ich jetzt die Folge an der Stelle. Ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge nochmal gucken, wie wir das machen. Würde dann eventuell auch die blauen Dinger hier anzünden nochmal. Wir hoffen, dass es uns das irgendwas bringt. Und, ja, ne? Ansonsten müssen wir halt gucken, wie wir jetzt mit der Hauptquest weitermachen. Weil irgendwie jetzt diese Plätze da, die Locations ohne irgendwie Hilfe zu finden, nur mit den Bildern, das ist doch voll schwer. I don't know. Ich meine, das eine Bild mit diesem Viech da oben, das kriege ich vielleicht noch irgendwie hin, aber... Sonst könnte das echt ganz schön anspruchsvoll werden. Naja, dann, naja. Ist komisch geredet. Dann würde ich auch sagen, ich beende auch wieder die heutige Aufnahme quasi, ja. Also alles, was ich am heutigen Tag aufgenommen habe. Gestern 6 Folgen, heute 6 Folgen, glaube ich. Passt doch. Oder waren es 5 Folgen heute? Bin mir gar nicht sicher. Nee, 5 Folgen, glaube ich, heute. Naja, egal. Auch mehr als genug, möchte ich behaupten. Dann stelle ich mir hier auf Sache und ich sage, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.